Ich bin's, das Kätchen. Und das sind die Heilbronner Türme. Der Götzenturm war ebenso wie der Bollwerksturm ein Teil der Befestigungsanlage. Die schützte das mittelalterliche Heilbronn vor Gefahren. In einem der Türme musste der echte Götz von Berlichingen unfreiwillig übernachten. Und die Antwort ist nicht so offensichtlich, wie du denkst. Der Theresienturm diente ebenfalls dem Schutz. Als Hochbunker im Zweiten Weltkrieg. Beim verheerenden Luftangriff auf Heilbronn nutzten das über 1000 Menschen auf engstem Raum. Der Hafenmarktturm steht mitten in der Innenstadt und wurde als einziger Teil eines zerstörten Franziskanerklosters wieder aufgebaut. Alle vier sind Zeugen von Augenblicken, die Heilbronn geprägt haben.